Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach der Verständigung auf ein einheitliches Wahlgebiet für die gesamtdeutsche Parlamentswahl am 2. Dezember zeichnet sich jetzt auch ein Kompromiss über die Frage der Sperrklausel ab. Vertreter der Bonner Regierungskoalition und der SPD plädierten heute dafür, die 5%-Hürde beizubehalten. Als einmalige Ausnahme sollen aber Listenverbindungen selbstständiger Parteien zugelassen werden. Damit hätten insbesondere die kleineren Organisationen in der DDR eine Chance, Abgeordnete in das Parlament zu schicken. In Betracht kommt entweder die Verbindung zu einer kleinen mit einer großen Partei oder das Zusammengehen von mehreren kleinen, um gemeinsam die Sperrklausel zu überwinden. Das Thema wird voraussichtlich morgen im Ostberliner Koalitionsausschuss beraten. Bis Dienstag wollen sich die Bonner Regierungsparteien auf eine gemeinsame Linie einigen. 36 Stunden nach dem Attentat auf Staatssekretär Neusel hat das Bundeskriminalamt nach eigenen Angaben noch keine heiße Spur. Bis zum Mittag seien rund 150 Hinweise eingegangen. Neusel war gestern Morgen in Bonn nur knapp einem Mordanschlag der terroristischen Rote Armee-Fraktion entgangen. Zum Stand der Ermittlungen Karl-Dieter Möller. Eine heiße Spur, so ist heute Abend hier in Karlsruhe von der Bundesanwaltschaft zu erfahren, gibt es im Augenblick noch nicht. Dagegen wurde die Fahndung nach dem roten Mazda abgeblasen. Hier war es ein junger Mann, der in der Nähe des Tatortes drei Kollegen für eine Fahrgemeinschaft aufgenommen hat. Aufrechterhalten blieb dagegen die Fahndung nach drei Leuten, die mit einem staubsaugerähnlichen Gerät in der Nähe des Tatortes gesichtet wurden. Und hier ist auch die Bevölkerung weiterhin zur Mithilfe aufgerufen. Was nun die Durchsuchungen der inhaftierten RAF-Gefangenen angeht, die der damalige Generalbundesanwalt Rebmann noch veranlasst hat, so hat man wohl Erkenntnisse, dass hier möglicherweise ein Informationssystem aufgebaut wurde, dass aber ein Anschlag auf Staatssekretär Neuse geplant war. Solche Erkenntnisse ergaben sich aus dem Material nicht. Erkenntnisse hat man allerdings, so scheint es hier in Karlsruhe inzwischen, aus den Vernehmungen der in die Bundesrepublik überstellten mutmaßlichen RAF-Terroristen. Hier, so scheint es, wird möglicherweise in Zukunft noch manches herauskommen, was auch Rückschlüsse auf die neue Generation der RAF-Terroristen zulässt. Der FDP-Vorsitzende Lambsdorff hat sich dagegen ausgesprochen, die bundesdeutsche Indikationsregelung für den Schwangerschaftsabbruch bereits im zweiten Staatsvertrag mit der DDR festzuschreiben. In einem Gespräch mit dem Spiegel meinte er, für eine Übergangsfrist von mindestens 2 Jahren müsse unterschiedliches Recht herrschen. Im Gegensatz zur Bundesrepublik gilt in der DDR die Fristenregelung. In dieser Zeit, so Lambsdorff, dürfe es keine Strafbarkeit für Frauen geben, die für eine Schwangerschaftsunterbrechung in die DDR fahren. Eine Übergangsfrist wird dagegen von der Vorsitzenden der CDU-Frauenunion, Bundestagspräsidentin Süssmuth, abgelehnt. In der Neuen Osnabrücker Zeitung setzte sie sich erneut dafür ein, dass ihr Vorschlag zur Abtreibungsfrage bereits im zweiten Staatsvertrag verankert wird. Süssmuth hatte in der letzten Woche angeregt, den Schwangerschaftsabbruch in den ersten 3 Monaten nicht unter Strafe zu stellen, eine Beratung aber verbindlich vorzuschreiben. Die Regierungsspitze der DDR steht nach ihrem Eindruck dem Vorschlag aufgeschlossen gegenüber. Die 3 nach Unabhängigkeit strebenden baltischen Republiken Estland, Lettland und Litauen wollen bilaterale Verträge mit der Russischen Föderation abschließen. Darauf verständigten sich die Präsidenten der Baltikrepubliken bei einem Treffen mit ihrem russischen Amtskollegen, dem Reformer Jelzin. In den Verträgen will Russland die Unabhängigkeitserklärungen der Ostseerepubliken anerkennen. Jelzin sagte, er befürworte damit nicht die Abspaltung von Republiken, sondern deren größtmögliche Selbstständigkeit. Der litauische Präsident Landsbergis sprach sich unterdessen für gemeinsame Verhandlungen der Baltikrepubliken mit Moskau aus. An dem von Staatspräsident Gorbatschow geplanten Unionsvertrag werde man sich jedoch nicht beteiligen. Die DDR-Treuhandanstalt hat heute den Streit mit der Führung der Interhotel AG um die Zukunft der 34 Nobelherbergen bestätigt. In einer Erklärung hieß es, das Vertrauensverhältnis zum Vorstandschef Fröhlich sei erheblich gestört. Die Treuhänder wollen auf seine unverzügliche Beurlaubung hinwirken. Fröhlich hatte durch die Gründung einer GmbH mit der Steigenberger AG den Einfluss des Frankfurter Unternehmens auf alle Interhotels festgeschrieben. Die Treuhandanstalt will demgegenüber bei der Privatisierung mehrere westliche Partner suchen. Für eine gemeinsame GmbH mit Steigenberger gäbe es auch keine Genehmigung des Amtes für Wettbewerbsschutz.